Da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Folge Let's Play A Day Minecraft. Und wie ihr schon hören könnt und auch bestimmt seht, bin ich heute mal etwas anders drauf. Und zwar habe ich was von Gronkh geklaut. Und ich finde, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich finde, das sollten eigentlich alle Leute machen, die irgendwie was auf ihre Meinung halten. Es sind zwar nicht viele, die was auf ihre Meinung halten, aber die meisten, die was auf ihre Meinung halten, sind auch relativ große Vollidioten. Ob ich ein großer Vollidiot allerdings bin, das könnt ihr mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock drauf habt. Ich persönlich denke ja, dass ich das jetzt momentan noch nicht so gut sagen lässt. Vielleicht in ein paar Jahren. Naja, auf jeden Fall, hier sitze ich jetzt. Endlich mal sitzend, es tut mir sehr gut. Ich bin krank, etwas verschnupft, gerade zu viel gegessen, was, wenn man krank ist, nicht so da ganz toll ist, und nehme für euch am 30.12.2013 ein Abschiedsvideo für dieses Jahr auf. Nicht, dass ich das Jahr jetzt unbedingt so würdigen würde. Es ist zwar ein besseres Jahr als die letzten Jahre, ein viel besseres Jahr als die letzten Jahre. Ganz ehrlich, es ist ein ordentliches Jahr gewesen. Kein tolles Jahr, um Gottes Willen. Dafür ist so viel Scheiße passiert, aber es ging schon. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, bevor ich irgendwie 19 oder 20 werde, wird kein Jahr fantastisch. Mit Ausnahme von 2015 oder 14 vielleicht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob nächstes Jahr so toll wird, obwohl schon einige geile Filme rauskommen. Davon mache ich es immer so ein bisschen abhängig. Ich war jetzt vom letzten Hobbit jetzt nicht wirklich enttäuscht, aber auch nicht überwältigt, was nicht etwas traurig gemacht hat. In diesem Video möchte ich jetzt auf jeden Fall mal das Jahr etwas Revue passieren lassen. Wie ihr schon hören könnt, kommt Musik wahrscheinlich dann in den Hintergrund hinein, wenn ich Musik nehme. Wahrscheinlich das klassische Minecraft-Theme und so von C418 Beats Zeugs. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt so ein kleines Experiment, weil ich nehme jetzt nur den Ton auf, den Rest habe ich schon alles aufgenommen, tue es per Zeitraffer dann noch so ein bisschen nachbearbeiten. Und ja, ich bin eigentlich schon etwas gespannt, wie das alles noch werden wird. Also vor allem sowas mit Podcasten und so, sowas, was ich jetzt auch gerade mache, das interessiert mich schon so ein bisschen, da habe ich schon ein bisschen Spaß mit, weil ich auch ganz gerne labere. Und ja, wie ihr sehen könnt, es funktioniert ja ganz gut. Ich entschuldige mich aber für das Gerauschen, das muss ich wohl noch konfigurieren. Vielleicht muss ich mein Mikrofon auch einfach ein paar Mal schlagen, nicht wahr? Aber an sich, naja, gut, YouTube-technisch war das jetzt kein allzu starkes Jahr, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also ich habe da versucht, einen neuen Let's Play-Kanal aufzumachen, Timo LPK. Gleich am Anfang des Jahres, an meinem Geburtstag, wollte ich unbedingt machen. Der lief dann allerdings nicht so gut und mir fehlte dann noch die Motivation, richtig viel zu machen. Es war halt eben ein sehr schwieriger Start und im Endeffekt schien es mir dann auch relativ klug am Ende dann nochmal das alles auf dem Kanal hier weiterzumachen. Genauso wie so ein paar andere Sachen, die halt generell einfach ein bisschen schwierig gelaufen sind. Das Gamescom-Video zum Beispiel. Ich war auf der Gamescom halt einfach total happy und habe fast gar nichts gefilmt, ich habe nur Fotos gemacht und es war mir dann auch ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd, die ganze Zeit so, ja, so ein Fotoding zu machen, so eine Diashow. Darauf hatte ich jetzt nicht wirklich Lust, deswegen kam dieses Jahr auch nicht so wirklich viel von der Gamescom, was ich ziemlich schade finde, denn es war eine tolle Gamescom. Ich habe, um mal ein bisschen anzugeben, auch wieder ein paar Leute getroffen. Highlight von mir war zum Beispiel, als ich Maniac dann getroffen habe, unheimlich nett und ziemlich gestresst, wie es mir vorkam. Und weniger wegen der Gamescom, sondern wegen anderen Sachen. Ich war mit super coolen Leuten, die letztes Jahr auch wieder zusammen, hat viele von letzten Jahr getroffen. Den Michi, den sollten einige von euch eigentlich gar nicht kennen, höchstens die paar wenigen, die ihn kennen, die mich dann auch noch abonniert haben, und viele andere. War echt toll. Ich habe dann noch auf einer VIP-Party noch ein bisschen mit Yoga geschnackt, der war ganz nett. Hat auch einen tollen Podcast. Auf der Soundcloud ist der Podcast, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der sich für RPGs und sowas interessiert und alle Online-Rollenspiele. Der Play Massive Podcast hat das, oder Playcast, genau, Playcast. Und ja, jetzt sitze ich hier nach einem eher nüchternen YouTube-Jahr, einer unvollkommenen Vlog-Woche, einer Kamera, die mehr zum Fotografieren da ist, obwohl ich auf Video umsteigen will. Die Testversion von zwei Adobe-Programmen auf meinem Desktop, weil ich die Vollversion noch nicht freischalten kann, weil mir meine Schulunterlagen fehlen. Und einen Plan fürs nächste Jahr. So sieht es momentan aus. Ich habe da so einige Ideen, die ich umsetzen möchte. Und da arbeite ich jetzt erstmal dran. Also dafür werdet ihr aber noch viele Sachen für erfahren. Es kommt auch bald genug. Vorerst ist das jetzt aber schon mal so das Letzte, was noch so in der Richtung kommen wird, so wie ihr es kennt vielleicht. Hab auf jeden Fall ziemlich viel vorbereitet, worauf ich schon mal, was so meine Planung angeht, ziemlich stolz bin. Wenn es fertig ist, werde ich wahrscheinlich noch stolzer sein.
Ich werde mir dann bald auch noch mal eine neue Kamera bestellen, die Canon HFE irgendwas 40. Ich hatte ja jetzt die Canon Agria Mini, das ist eine Weitwinkelkamera mit einem super guten Bild eigentlich, aber die hat keinen Bildstabilisator, weswegen alle Fotos scheiße aussehen und alle Videos, die mit Hand gefilmt sind, wie ihr auch in meinem Montagsvlog sehen könnt, auf den ich eigentlich auch ganz gut gefunden habe. Da kommt dann, wie gesagt, auch nochmal mehr mit einer neuen Kamera. Wenn ich Leute finde, die sich auch filmen lassen, wahrscheinlich auch mal richtige Videos im Sinne von kleinen Filmchen und sowas. Da ist halt das Problem, dass ich ziemlich viel am Pendeln bin und dass es in Augsburg wenig Leute gibt, die ich filmen kann, auch aus rechtlicher Seite. Ich brauche mal kurz mein Wasser. Und ich entschuldige mich übrigens nicht dafür, dass ich schnupfe oder sowas. Ich finde, das gehört eigentlich auch ganz einfach dazu, wenn man Let's Plays macht. Dann soll man entweder keine Let's Plays machen, wenn man krank ist und Schnupfen hat. Oder man lässt es. Ja, oder man tut halt einfach alles mit reinnehmen. Wo ich jetzt auch nicht der Meinung bin, dass man rumhusten oder rumrotzen soll, wie Sau. Was? Ja. Ansonsten habe ich jetzt auch mal wieder, um jetzt wieder so ein bisschen über mich zu reden, mit dem Podcast hören angefangen. Natürlich ganz klar der Game One Plauschangriff, das ist so der größte Podcast auf iTunes, bin ich ja eigentlich immer noch, leider, weil ich nur mal ein iPhone habe. Ein ganz toller Podcast, wie ich finde. Macht mir sehr viel Spaß dazu zu hören, freue mich immer über die Jahresrückblicke. Müsste jetzt eigentlich eine neue Folge gerade rausgekommen sein. Kann ich mal gucken. Und ansonsten ein bisschen noch den Giga-Podcast, also einfach Giga-Podcast heißt der, glaube ich. Radio Giga, genau. Muss ich aber sagen, bin ich in letzter Zeit nicht mehr so ganz froh drüber, weil ich bin relativ enttäuscht gewesen. Also es kam ja dann ein toller Podcast über Deponia und die haben da so viel falsch gesagt und so und da war ich dann schon relativ enttäuscht von ihnen. Und jetzt vor allem im Jahresrückblick, den sie machen, ihre eigenen Awards, wurde Beyond Two Souls relativ niedergemäht als ja schlechtes Spiel schon fast, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil Beyond Two Souls fand ich zumindest von dem wenigen, was ich gesehen habe, ziemlich toll. Und auch wenn manche, was sie gesagt haben, schon plausibel klang, fand ich das irgendwie so ein bisschen scheiße, weil in der Kategorie beste Charaktere oder in der Kategorie beste Musik hätte es auf jeden Fall eine Nominierung verdient gehabt und da kam es halt einfach nicht vor. Ja, neue Folge von Game One Plauschangriff. Ansonsten mein absoluter Lieblingspodcast und ja, zwei große Sterne am Podcast-Himmel, möchte ich mal sagen, oder generell in der deutschen Spielegeschichte, was so Journalismus und Zeitungen angeht, mir fällt gerade das Wort nicht an, Presse, genau, sind Gunnelott und Christian Schmidt mit ihrem Podcast Stay Forever, in dem sie über sehr alte Spiele reden und das sehr geil gemacht ist, finde ich einer der absolut allergeilsten Podcasts, die es gibt und höre ich mir wirklich jedes Mal unheimlich gerne an, vor allem weil die Spiele halt meistens unheimlich interessant sind und ich da jetzt auch schon einige richtig Bock drauf habe, ein paar Let's Plays von zu machen. Also gerade Christian Schmidt zweite Reihe Podcast machen richtig Spaß. Also man muss halt eben auch sowas mögen, wie sich halt mal 2 oder sogar 3 Stunden oder 1 Stunde vor ein Gerät zu setzen und einfach jemandem zuzuhören, der sprechen kann. Aber das ist halt auch das gleiche, wie wenn Leute Let's Plays gucken, deswegen nur halt nur Spiel, also vielleicht sogar noch ein bisschen zu langweilig, aber mir macht das sehr persönlich sehr viel Spaß, das zuzuhören. Und vielleicht mache ich auch mal irgendwann einen Podcast, aber momentan möchte ich mich möglichst auf Let's Play und auf so Vloggen beschränken. Ein paar kleine Filmchen mache ich schon nicht, werde mir dann noch ein Stativ holen, habe jetzt auch Adobe Premiere, muss ich mich aber noch mit auseinandersetzen und ich habe jetzt auch noch die Elements-Version genommen, weil muss man jetzt nicht so komplett sofort mit dem Kopf durch die Wand preschen, ist auch wahrscheinlich. Entschuldigung, ein bisschen zu viel. Ja, kann ich jetzt leider nicht rausschneiden, das wäre wesentlich zu viel Arbeit, aber ich hoffe, ihr duldet das jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, das gehört halt auch einfach dazu. Bei sowas. Naja, auf jeden Fall habe ich eine interessante Zukunft, was meine YouTube-Sachen so vorgeht, vor mir. Und es ist wirklich schon ziemlich viel passiert, was so dieses Jahr allein medientechnisch, also es kamen einige grandiose Spiele raus, wie Pokémon Y und X und was ich auch richtig toll fand, war Legend of Zelda Link Between Worlds, was ich immer noch nicht durchgespielt habe. Dann zum Beispiel kamen ganz viele tolle Sachen auf die PlayStation raus, was mich ziemlich ärgert, dass ich dann doch keine PlayStation genommen habe Anfang des Jahres.
nämlich Beyond Two Souls und The Last of Us. Und letztes Jahr kam ja auch Journey raus, ein Spiel, das ich unbedingt mal spielen will. Hoffentlich kommt da mal irgendwann eine PC-Version. Und also spieltechnisch war da schon einiges, kam natürlich noch mehr, die ganzen Shooter-Sachen und Indie-Titel. Obwohl indie-technisch merkt man eigentlich ziemlich stark, dass er sich nicht so durchgesetzt hat wie Minecraft. Also Minecraft ist das Indie-Spiel, was man jetzt mittlerweile eigentlich nicht mal als Indie bezeichnen kann, weil es halt mittlerweile so einen Beliebtheitsgrad erlangt hat. Was ich auch ganz cool finde, ist Cube World. Wollte ich ja auch ein Let's Play zu machen, wie ich dann gemerkt habe, dass mein PC das gar nicht packt. Kommt aber vielleicht auch nochmal irgendwann was zu, wenn das Update endlich rauskommt. Ich hoffe mal, dass der Typ sich jetzt nicht irgendwo auf eine Insel verdrückt hat von der ganzen Kohle, die er mit Cube World gemacht hat. Obwohl, das ist eigentlich eine ziemlich interessante Geschäftsidee. Macht einfach mal ein geiles Spielkonzept, steckt es in die Alpha, tut es zum Verkauf raushauen, macht die Leute geil drauf, zieht die Kohle ein und dann verpisst euch irgendwie auf die Insel. Super Lebensplan. Wird man auf jeden Fall glücklich mit, denke ich. Und man kann das Spiel sogar noch fertig machen irgendwann, wenn man dann Bock hat. Wer hat dazu schon Bock? Aber Cube World, ein ganz tolles Spiel. Ich hoffe, das geht, wird weitergemacht und der hat sich nicht auf eine Insel verpisst. Aber sicher kann man sowas natürlich nie sagen. Beziehungsweise die, der und seine Frau. Ja, und dann filmtechnisch. Das war ja ein ziemlich großes Filmjahr. Es wurde mit einem Film eingeleitet, den ich leider nicht im Kino, sondern tatsächlich per Stream gesehen habe. Ja, meine Güte. Ich konnte ihn halt auch gar nicht im Kino sehen, weil ich noch zu jung bin. Und zwar Django Unchained. Richtig geiler Tarantino. Richtig schön klassisch gemacht, mit einem super geilen Humor, ziemlich coolen Bildern, wie ich fand, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann natürlich noch, das ist schon fast wieder etwas tragisch gewesen, weil es ist tragisch, es wurde halt so pompös angeteasert und so groß dargestellt. Und dann war es halt eben nur so ein kleines Ding, so ein kleiner klassischer Actionfilm, nichts Besonderes. Total untypisch. Iron Man 3 war eine relativ große Enttäuschung. Der Film macht Spaß, keine Frage. Ist echt cool, aber das ist doch jetzt ganz ehrlich kein Iron Man. Das darf doch nicht wahr sein. Also, naja, ich habe jetzt auch gerade die Liste nicht wirklich komplett im Kopf, aber wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, kam relativ danach. War das schon da? Ja, Tatsache. Das war schon in dem Monat. Star Trek Into Darkness, und der hat dann natürlich wieder alles gerettet. Fantastisches 3D, geiler Soundtrack, geile Story, Benedict Cumberbatch haut richtig rein, war ein super genialer Film, hat mir mega viel Spaß gemacht, wesentlich besser als der erste Teil. Ich kann gar nicht verstehen, wie manche meinen, dass der erste Teil besser ist, finde ich überhaupt nicht. Dann kam Man of Steel raus, hat mir schon gefallen, aber ist im Endeffekt eigentlich auch nur so eine Aufwartung für Batman vs. Superman, und ich bin eigentlich schon ziemlich gespannt auf Batman von Ben Affleck. Ich mache mir eher über andere Rollen Sorge. Zum Beispiel habe ich mich eigentlich ziemlich gefreut, dass Simon Pegg angeblich Ant-Man spielen soll nächstes Jahr. Ist er dann leider nicht so gekommen, was mich ein bisschen ärgert, weil Ant-Man und Simon Pegg, das wäre super cool gewesen. Dann kam, vielleicht jetzt nicht ganz so im Kontext heraus, Wolverine, Samurai, wie auf Japanisch heißt, super cooler Titel. Der Film war ganz in Ordnung, war jetzt nicht so der Burner. Ich fand, er war etwas schwach, aber er war Wolverine in cool mit Action und allem, war schon ganz ordentlich, und vor allem am Ende halt eben der Teaser noch auf X-Men Days of Future Past richtig cool gemacht, und der Film an sich macht halt auch einfach ziemlich viel Spaß und wirft so ein paar Fragen auf, was ganz cool ist. Lass dich mal kurz durchrechnen, dann kamen noch so ein paar andere Sachen, und dann war eine relative trockene Zeit, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Bis ja dann irgendwann Thor The Dark World rauskommt. Und ja, ich sage extra The Dark World, denn ich glaube, die Übersetzung ist folgendermaßen. In dem Film kommt ja die Dunkelwelt vor. Die Dunkelwelt zusammengeschrieben. Und auf Englisch sagen sie wahrscheinlich The Dark World, also Dunkelwelt. Und deswegen macht das Wort The Dark Kingdom keinen Sinn, weil es wird im ganzen Film nie irgendwie ein Königreich der Dunklen beschrieben. Sondern ich denke, dass mit The Dark World eher ein Bezug auf die Dunkelwelt gemeint ist. Der Film war ganz cool, war ganz ziemlich cool, wie ich fand. Auf jeden Fall besser als der erste Teil, hat richtig viel Spaß gemacht und hat ein neues Marvel-Intro eingeleitet, was ich auch ganz geil fand. Und dann kommt mein, wenn ich jetzt einen aussuchen müsste, was mir sehr schwer fällt, Lieblingsfilm in dem Sinne, und zwar The Hunger Games Catching Fire. Fand ich richtig genial, von der Musik her, von den Bildern her, vom Schnitt her. Und dann als herausfinden, wie die neue Arena funktioniert, war so geil dargestellt. Dieser Film hat so eine cineastische Wirkung, wie ich finde. Auch genial gespielt. Zwar ein paar Schwächen hat er, vor allem auch in Hinsicht des Buches. Kommt eigentlich der gekürzten Audiofassung am nächsten. Kann ich echt jedem Panem-Fan und
mehr oder ja, jetzt nicht wirklich Science-Fiction-Fan, aber jeden Action-Drama-Fan nur empfehlen und alle sagen, dass das Fantasy ist. Die sind unwürdig. Die sind echt gesagt dumm für alles. Pane hat keinerlei Magie oder mysteriöse Sachen, die unerklärlich sind. Es ist alles realistisch nachvollziehbar. Es ist nachvollziehbar, wieso das und das so ist. Es ist einfach keine Fantasy. Nur weil es Panem heißt, sagen auf einmal alle, dass es Fantasy ist. Das ist Bullshit. Es ist Science-Fiction-Action-Drama-Gedöns. Das merkt man auch an den Büchern. Es kommt halt einfach kein zufälliges Zeug bei raus, was irgendwie Fantasy erklären würde. Und Sachen wie Harry Potter sind deswegen Fantasy, weil die Magie wird ja nicht dargestellt erklärt. Star Wars wäre Fantasy. Warum sagt bei Star Wars nicht jemand, dass Fantasy ist? In den Beschreibungen bei Star Wars steht die ganze Zeit nur Action und Science Fiction. Aber das wäre eigentlich Action, Science Fiction, Fantasy, weil die Macht, um mal den ersten Teil zu ignorieren, wo das alles erklärt wird, was auch ehrlich gesagt immer noch im Fantasy ist, ist eigentlich ganz Fantasy-basierend und logisch. Und es ist ja auch gar nicht schlimm, ich meine. Aber man sollte das ja schon richtig kategorieren können, finde ich. Es kamen viele kleine Filme raus, die ich allerdings noch nicht gesehen habe, wo halt ich mich noch zu raushalte. Ein Film, den ich gesehen habe, von dem ich sehr überrascht war, den ich jetzt auch schnell nachreichte, war Feuchtgebiete. Ja, ich habe mir den Film tatsächlich angesehen, und zwar war ich richtig überrascht. Es ist einer der besten deutschen Filme, die ich bis jetzt gesehen habe. Natürlich, diese ganze Sexkontroverse Gedöns kommt da auch drin vor und soll auch das Publikum auf gewisser Weise darauf aufmerksam machen und wecken. Aber die ganze Kontroverse, die richtig darin spielt, das ganze Unterschwellige, was drin vorkommt, das ist so genial gemacht und ist so gut gespielt teilweise. Der macht richtig Spaß, wie ich finde. Hat auch einige ziemlich geniale Gags, kann auch manchmal etwas schockieren, ob das jetzt so sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber für einen deutschen Film ist der richtig genial gemacht. Vor allem auch der Soundtrack macht ziemlich Spaß, also den Film kann man sich echt mal angucken, auch ohne besoffen oder notgeil zu sein. So schlimm ist der echt nicht. Und dann, ja, dann kommt da, nein, einer noch. Und zwar auch nochmal ein Benedict Cumberbatch-Film, fällt mir gerade ein, oh mein Gott, ich bin so unsortiert und das, oh mein Gott, ist eigentlich voll untypisch für mich, oh mein Gott. Und zwar, Inside WikiLeaks, The Fifth Sense, oder East of the Panthers, die fünfte Macht, Gewalt, der Film über WikiLeaks, über Daniel Schmidt oder Brühl oder wie auch immer, ich habe jetzt den Namen vergessen, also vorwiegend über Julian Assange, Thorsch von Benedict Cumberbatch gespielt. Ich fand den Film eigentlich ziemlich gut gemacht, auch dieses Metaphorische und alles, mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Ich kann aber auch nachvollziehen, warum manche den Film nicht so gut finden, und ich kann echt stolz sein, denn ich gehöre zu den unter 100.000, die in Deutschland im Kino in dem Film waren, was ziemlich traurig ist, aber ich habe ihn wenigstens im Kino gesehen. Ja, und in einem Film war ich dann noch. Dann ist der wohl aus meinem Gedächtnis gelöscht gewesen, auf jeden Fall. ja, 2 Uhr, Kokowert, 2, ja. Dazu möchte ich ehrlich gesagt kein Wort verlieren. Und zwar war ich dann natürlich auch in dem Film, auf den ich mich mitunter am meisten gefreut habe. Vor allem dann nach den ganzen genialen Trailern und nach dieser ganzen geilen Atmosphäre auf den Hobbit, Smaugs Einöde, oder wie ich am ehesten sagen würde, The Hobbit, The Desolation of Smaug. Ich habe ihn ja am Anfang auf Englisch gesehen, jetzt nochmal in 3D, und meine Kritik kommt dann danach, wenn ich ihn in HFR 3D gesehen habe. Und ich muss sagen, guckt ihn euch auf jeden Fall auf Englisch an. Die deutsche Synchro des Drachen ist total für den Arsch. Sascha Rotenmund hat zwar drauf, aber der hat halt einfach den Drachen, was sie in der Nachbearbeitung alles falsch gemacht haben. Und der hat halt einfach dieses Growling, dieses... Das ist halt einfach ziemlich schief gelaufen, wie ich finde. Es ist relativ für den Arsch. Auf Englisch gucken, in HFR 3D, wenn es geht, es lohnt sich wirklich sehr. Der Film macht Spaß, er ist storytechnisch auf jeden Fall auch interessanter. Das Problem ist halt, dass er sich ziemlich verliert und dass man gerade am Anfang merkt, das war wohl das, was man im ersten Teil gehört hat. Aber so viel will ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Das kommt ja alles noch in meiner Review dann. Und ja, so filmtechnisch war es das eigentlich auch. Nächstes Jahr kommt ja noch unheimlich viel mehr, freue ich mich auch schon richtig drauf. Vor allem dann um den letzten Teil von Hobbit, weil ich wusste schon ein bisschen, wie dieser Teil endet, habe ich schon so erwartet gehabt. Deswegen ich mich sehr auf den nächsten Teil freue. Vor allem storytechnisch und wie die das umgesetzt haben. Der wird wahrscheinlich richtig schön lange dauern und viel Spaß machen. Und ansonsten gab es zwar noch viele andere Sachen, die man erwähnen muss, Edward Snowden und die ganze Sache. Ich fand das allerdings jetzt alles gar nicht so extrem. Ich hätte das alles nicht wirklich schockiert gehabt. Was ziemlich cool war die Eröffnung von Texcalibur und Wars Geht Up.
Aber das nur so am Rande fand ich eigentlich schon ziemlich cool. Also. Oh, ich wurde angerufen. Aber an sich ist tatsächlich nicht so viel Schlimmes passiert dieses Jahr. Also nichts, was mich jetzt überrascht hat. Es gab viele Bürgerkriege in anderen Ländern, die uns eh nicht betreffen. Also. Ja. Ich weiß eigentlich nicht so recht, was ich von der ganzen Sache halten soll. Also, es ist ja so, wir leben jetzt hier in einer Welt, in einem Teil der Welt, wo man sich eigentlich um nichts wirklich Sorgen machen muss. Also, im Endeffekt ist man komplett versorgt und deswegen finde ich es eigentlich immer wieder relativ nervig, wenn Leute sagen, du musst mit denen mitfühlen und so. Alter. Dann nimm dein Geld und geh in diese Länder, die Entwicklungshilfe brauchen und sei für die Menschen da. Ich muss es ehrlich gesagt nicht rein sein. Ich habe da erstens teilweise nicht das Verlangen für, teilweise auch nicht die Fähigkeiten für. Wenn den Leuten nicht geholfen wird, ist das zwar tragisch, aber man kann ihnen dann immer noch selber helfen, wenn es wirklich so schlimm ist. Es gibt so viele andere Möglichkeiten. Es interessiert mich nicht, ob jetzt irgendwo ein großes Unglück in Deutschland war, wo, keine Ahnung, vier, fünf Menschen im Autounfall gestorben sind und dann wird irgendwie jede Menge andere, tausende Tote, die irgendwann vorkommen oder irgendwo passieren in Entwicklungsländern, total unter den Tisch gekehrt oder nicht erwähnt. Gestern Nacht, ich habe gestern tatsächlich nochmal bei RTL reingeschaut. Michael Schumacher ist jetzt verunglückt. Ja, okay. Er ist eine Ikone auf seinem Gebiet. Verunglückt, wenn, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, nur hypothetisch, einer von. Nicht, dass ich das wünschen würde, so, oder einer von White Hitty irgendwie verunglücken würde, dann würde im Fernsehen vielleicht kurz was gesagt, YouTube Internetstar wurde und ist hatte einen schweren Unfall. Aber da ist ja eine viel größere Reaktion hier im Internet auch. Also ich weiß nicht, also persönlich ist es für mich gar nicht so wichtig. Es würde mich zwar noch mehr berühren, wenn jetzt irgendeiner von White Hitty irgendwie einen Unfall hat, weil dann erstens kenne ich die Typen vom Internet, ich gucke gerne deren Videos und zweitens, macht es ja auch so eine generelle Betroffenheit, aber wenn jetzt ein Sportler, der jetzt seit Jahren nichts mehr hatte, da versucht man eigentlich möglichst nur noch Aufmerksamkeit und Geld zu generieren. Das finde ich schon ziemlich scheiße, weil an sich, okay, ich habe es erfahren, okay, ich höre da nochmal rein, wenn es so ist. Die Fans haben ihre Webseiten, wo sie sich informieren. Das reicht für mich, aber gestern ein ewig langer Beitrag, dann gab es nochmal einen Bombenanschlag irgendwo in Russland. Das kam dann ganz am Ende irgendwo. Das ist nicht so wichtig. Hauptsache, Michael Schumacher hatte seinen Unfall. Finde ich eigentlich relativ heuchlerisch, finde ich nicht so gut, dass man das so macht, aber es ist halt so die Presse. Es war auch damals so, als Frank Tausch gestorben war, das war auch total grauenvoll, die Sache, wie viele Trauervideos dann kamen. Ich hätte eigentlich auch eins machen können, denn bin und war ein sehr großer Frank Tausch-Fan. Die Filmkritiken von ihm waren ja wirklich ziemlich grandios, wie ich fand. Aber das so aufzuziehen, finde ich echt nicht korrekt. Sollte man wirklich nicht lassen. Es gibt andere Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Naja, also so viel dazu. Es kommt ja dann ein neues Jahr. Ich weiß, ich tue dieses Jahr mal ausnahmsweise keine Silvestersachen und so verwenden, weil ich so das Gefühl habe, dass jedes Jahr, wo man Silvester wird, nie kein richtig gutes Jahr wird. Und vielleicht wird es ja dieses Jahr mal geil, weil ich nicht groß reinknalle und reinballere. Oder vielleicht wird es. Und ich habe letztes Jahr auch niemanden irgendwie ein frohes neues Jahr gewünscht, glaube ich. Also, vielleicht hilft das ja auch. Wenn man nicht so auf diesen ganzen. Wenn man schon abergläubisch ist, dann kann man auch anti-abergläubisch sein, finde ich. Naja. Also. Ja, das war jetzt so mein Rückblick. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich will es jetzt auch nicht zu lange ausschweifen lassen. Natürlich kommt das nicht an ein Abschlussvideo von Gronkh ran, muss ich ja auch ganz ehrlich sagen. Habe ich auch gar nicht das Verlangen nach oder das ist mein Ziel. Ich gucke die Abschlussvideos von Gronkh immer sehr gerne, berühren mich auch manchmal wirklich. Ich glaube, da stresse ich da auch selber ein bisschen damit. Ich weiß jetzt nicht, wie es dieses Jahr wird. Ich schaue auf jeden Fall mal rein. Und ansonsten, ist das jetzt schon ein Jahr her. Vor einem Jahr kam das Update für Minecraft raus, dass man Raketen schießen kann. Das ist jetzt schon ein Jahr her, alle Minecraft-Fans. Erinnert euch mal an sowas verrückt, wie damals die Snapshots kamen. Ich erinnere mich noch an ein Video von Shuffle LP, wo den Snapshot zum Raketengeböller gezeigt hat.
was jetzt in Minecraft dazu kommt. Das ist jetzt schon ein Jahr her. Ach du Scheiße. Na dann. Sehen wir mal, wie es nächste Jahr wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, euch hat das Video etwas gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar. Abonniert mich, falls ihr noch mehr sehen wollt. Von meiner Meinung, von meinem Leben, jetzt nicht ganz, weil davon habt ihr echt gesagt nicht wirklich keine Ahnung, aber macht ja auch nichts. Solltet ihr auch gar nicht. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt für das Jahr 2013 und wir sehen uns dann in 2014. Das so sagen kann, ich weiß es gar nicht.